von Brücken bei mir. Freut mich sehr, dass du da bist. Freue ich mich auch. Wie ist denn so dein erster Eindruck von das Fest? Ist tatsächlich mein erster Eindruck, weil ich war noch nie hier. Ich find's hervorragend. Endlich habe ich das Prinzip Mount Klotz verstanden. Das ist wunderbar. Was hast du sonst schon alles über das Fest gehört? So? Was spricht sie darum? Nur Gutes, selbstverständlich. Also nur Gutes, wirklich. Also man sagt das ja oft so, aber es sind so nette Menschen hier. Sie sind so treu umsorgt. Ich hab schon alte Bekannte getroffen und alles ist ein einziger Traum. Facebook oder Snapchat? Eigentlich weder noch. Ich habe einen Facebook-Account nur, damit ich meinen oder unseren Band-Account betreiben kann. Weil ich finde, dass je mehr Freunde man hat, umso mehr abwegiger Schrott wird gepostet. Und dann erfährt man Dinge über Menschen, die man eigentlich mochte, die man nie erfahren wollte. Und dann mag man die plötzlich nicht mehr. Und dann bleibe ich lieber dumm. Wie kann dich denn das Publikum heute richtig glücklich machen? Wir sind so eine Band, wir haben relativ wenig so Partykracher drin. Also so Seven Nation Army lässt sich ganz schwer bei uns einpflegen. Ich finde das immer ganz gut, wenn die Leute dann trotzdem, obwohl sie auf dem Festival sind, obwohl es Sommer ist, dann trotzdem zuhören, ohne sich aber irgendwie verpflichtet zu fühlen, irgendwie das Monokel rauszuholen und sich so eine Meerschaumpfeife anzuzünden, um möglichst sophisticated dabei auszusehen. Also wir machen jetzt nicht so, wir sind beim besten Willen nicht introvertiert auf der Bühne, aber die Musik ist es vielleicht ein bisschen. Und wenn das trotzdem funktioniert, dann freuen wir uns sehr. Und was sind so die letzten Worte, bevor es dann hochgeht? Ach du Scheiße. So die ersten 30 Sekunden vom ersten Lied sind für mich immer der Moment, in dem ich runterkomme, um dann aber so einen Endorphinschub zu kriegen. Also es ist erst so eine ganz kurze Phase der Beruhigung, so alles klar funktioniert und dann wow, Bock. Und das passiert, ja.